Zum Turmertraining die Woche ist Schwerpunkt in der turmerspezifischen Schnellkraft. Ja, wir werden natürlich auch viel balltechnische Sachen machen, viel kognitive Sachen, wo sie immer wieder andere Wahrnehmung haben. Wichtig ist auch, dass der Rainer wieder gut reinkommt nach seiner Verletzung im zweiten oder dritten Training. Aber es schaut sehr gut aus jetzt nach den zwei Einheiten, bin sehr optimistisch, dass er die Woche da uns voll mitmachen kann. Mit Manuel Hartig haben wir einen Turmer noch dazugekriegt, einen dritten, der ist auch erst am letzten Mittwoch dazugekommen. Schauen wir, dass wir dort gut integrieren, die Gespräche natürlich führen mit den Jungs. Wir sehen jetzt schon, dass sie eigentlich im zweiten Training schon Vollgas geben. Ist dann eigentlich auch relativ schnell gegangen, weil sie war am Mittwoch da im Training und es war eigentlich am Freitag so gut wie fix dann schon. Und es hat mich natürlich gefreut, weil es doch einer der Clubs in Oberösterreich, wo es eigentlich ein Aushängeschild ist. Natürlich in Steyr ist der Reine ganz klar die Nummer 1. Man kann aber trotzdem auch vom Reine, sage ich mal, auch beim Zuschauen viel lernen, sage ich mal, auch vom Stade. Stade kenne jetzt ein paar Trainings, dann ist auch ein super Tormann. Und das ist eigentlich auch ein wenig anspannend, dass ich sage, okay, ich kann da vielleicht noch ein wenig was mitnehmen. Ich bin jetzt 21, habe doch noch ein wenig was vor mir im Fußball. Und schauen wir das einfach an. Was da rauskommt, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber soweit schaut es mir ganz gut aus. Dritten Tag eigentlich auch mit dem Stormer-Team, auch mit dem Bogi als Stormer-Trainer. Macht natürlich auch Spaß zum Trainieren. Ja, angefangen vom Hotel. Das Hotel ist wirklich schön. Wir sind, die Anreise war mit Zeit, muss ich sagen. Also es hat 13, 14 Stunden gedauert, bis wir dann letzten Endes da waren, aber war dann gut. Das erste Mal am Platz draußen gewesen, auch die Palmen im Hintergrund. Wir haben beim Sonnenuntergang das erste Mal trainiert. War ja ein wenig romantisch. Aber es ist natürlich für mich jetzt Sprung von 0 auf 200, es ist schon extrem anstrengend. Aber es wird sich auf jeden Fall auszahlen und es wird uns auch sicher einen Schub für die Meisterschaft geben.